Hallo, Halom Schalöle. Wir sind in Naxramas. Wir haben das Bier besorgt. Ihr seid hoffentlich schon vorgegangen und habt den Picknicktisch gerichtet. Genau, denn wir sind jetzt da und wir wollen einmal kurz durch Naxxramas New Raid machen. Genau. Bei mir sieht das Ganze noch etwas jungfräulicher aus als bei Gram auf dem Account. Darum nehmen wir jetzt gerade mal meinen. Genau, dann kriegt ihr auch die ganze Story mit und so, die nebenbei abläuft. Und was ich hier auch noch erwähnen wollte. Wir haben gerade eben nochmal genau geschaut und Naxxramas wird wirklich komplett verschwinden. Ja. Das heißt, wenn ihr das wirklich noch nicht gemacht habt und ihr seid interessiert daran, Naxxramas-Karten im Wild-Modus zu spielen, dann würde ich euch raten, kauft euch für 700 Gold diesen ersten Schlüssel. Genau. Und wenn ihr das Abenteuer offen habt, dann geht es meines Wissens nicht weg. Also das ist auch das, was ich bis dato gelesen habe, dass Dinge, die offen sind, sprich, wenn sie angefangen sind, gehen sie nicht weg. So, was definitiv generell komplett verschwinden wird mit, es sei denn, es ist offen, mit dem nächsten Patch ist, wie gesagt, Naxxramas komplett und Goblins and Gnomes. Genau, die werden weg sein, im Wild-Modus aber noch spielbar sein. Genau. Also ihr müsst euch immer darauf bedacht sein, wir reden jetzt immer von den Änderungen, die es für den normalen Standardmodus, wie sie es nennen werden, ergeben werden für euch. Im Wild-Modus sieht das alles immer noch so ein bisschen anders aus. Da kann man. Aber im Wild-Modus sind halt die Möglichkeiten größer. Die haben Genau. halt gesagt, sie wollen halt alte Karten loswerden. Genau. Deswegen machen sie den Standard-Modus. Aber sie wollen halt aber auch diese alten Karten eigentlich Genau. nicht useless machen. Und insofern machen sie jetzt den zweiten Modus im Wild-Modus. Genau. Aber was generell verschwinden wird, egal ob im Standard oder im Wild-Modus, sind Naxxramas und Goblins in Gnomes. So, aber genug davon. Ich hab gekauft. Nee, dich will ich ja gar nicht wissen. Mach mal Tür auf hier. Ne? Ja, genau. Das erste Abenteuer überhaupt, Spinnen. was es gab. Ja. Was verbindest du Sweet, denn? sweet old memories. Ja, das ist schön für dich. Das wird dir jetzt nicht helfen. Was macht der denn überhaupt? Ach, der holt Nerubians. So. Man muss dazu sagen, ich habe das Ding, wie ihr gerade sehen könnt, auch noch nie gespielt. Das heißt, ich habe hier noch weniger Plan als sonst. Das sollte sehr scary für euch sein. Ja, bei mir ist es auch so, ich habe das vor Ewigkeiten gespielt und dann halt nicht mehr. Das heißt hervorragend. Ihr habt hier gerade wieder, ihr habt hier zwei Leute, die einer eingeschränkt und der andere gar keinen Plan haben. Und ich weiß auch nicht, also ganz ehrlich, ich würde von der Schwierigkeit her gehen, Quatsch, League of Explorers, Naxxramas, Blackrock. Also, League of Explorers fand ich bisher am einfachsten von den Abenteuern. Naxxramas ging so und Blackrock war hinterher doch ja, ein bisschen härter auf Heroic dann. Ich Genau. empfehle euch mal gegen Chromaggos auf Heroic, macht richtig Spaß. Soweit kommen wir jetzt erstmal gar nicht. Gram muss sich jetzt, er muss seine Augen erstmal in mein Spiel rein bewegen. Ne? Ja. Ja, genau. Genau. Sondern das ist. Ja, genau. Wir warten mal und, ne? Ich sag ja, Leute, die keine Ahnung haben und so. Gorobashi, Dread Infernal oder Raid Leader. Wir spielen das Ganze natürlich wieder das erste Mal mit einem Basics-Deck, in der Hoffnung, dass es nicht funktioniert. Nein, Das ist ja gut. Die Hoffnung habe ich übrigens nicht. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Verzeihung, meine Damen und Herren. Ja. Ja, nein, weg. Ja, finde ich auch Alles? zum doofen Anfang. Ja, ich möchte heute auf jeden Fall auch mal unsere Voidwalker noch sehen. Die haben sie ja im Deck, also ich bin mir ganz sicher. Ja, aber nicht, dass wir sie jemals kriegen. Ah ja, hier haben wir ein bisschen anderes Deck. Genau, wir haben ja die Molochs noch mit reingenommen. Ja. Ganz einfach, weil die zwei spawnen. Ja. Also es ist ein bisschen anders als das Basic-Deck von der League of Explorers, aber ganz unwesentlich. Genau, es ist prinzipiell sind fast haargenau dieselben Karten. Ne? Insofern, ich weiß gar nicht, was wir für was ausgetauscht haben. Ihr seht schon, die Planlosigkeit setzt sich fort. Ach Gott, meine Güte, nochmal, was willst du denn hier? Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht für uns, ne? Sollten wir den umkriegen? Das Problem ist, im Moment haben wir nichts. Ich wollte gerade Wir sagen, im ziehen mal eine Moment kriegen wir Karte. den aber nicht um. Ja, und dann greifst du ihn einfach mit den beiden an. Soweit ich weiß, kann er nicht heilen. Das müssen wir mal gleich gucken. Das sehen wir dann ja. So, dann den Yeti. Wir haben auch zweimal Hellfire, aber das ist immer so ein gefährlicher Cast beim Warlock.
kann sie auch verschwenden. Ja. Das hat er wahrscheinlich gemacht, wegen, weil wir Hellfire aufmachen haben. Mhm. Das würde ich auch gar nicht so, so regeln. Ich meine, du kannst sie wirklich alle killen. Du könntest mit dem Yeti kannst du den Schildblock angreifen und dann sprichst du einfach Hellfire. Ja. Und dann machst du mit dem Mordecall noch den letzten. Und wir haben ja immer noch was auf dem Deck und sogar einen Gurubasch. Ist doch super. Mhm. Ja, you go, das ist wahr. Also Naxxramas, da gibt es halt diese ganzen Death Rattle Mobs die sind mit Vorsicht zu genießen. Das kann auch ganz gut hinten durchgehen. Oh, das ist nicht gut. Naja. Gucke mal, schau, wer hier aufgetaucht ist. Mein Gott! Ja, dass er noch vorbeikommt, aber ich würde trotzdem den Bett empfehlen, weil wir kriegen einfach dadurch schon einen Punkt. Aber ne, wir haben ihn vermisst. Der ist ungefähr genauso elusive wie unsere Giftsuppe. Die wir auch immer nur dann kriegen, wenn wir heute mögen. Heute mögen wir uns nicht. Ja. Also Voidwalker und Schlamm sind heute ganz mies drauf. Ja, das hat dir jetzt geholfen, mein Freund. Wir hätten nicht so viel vom Schlamm reden sollen, ne? was machen wir denn? Wir müssen auf jeden Fall einen Block hinlegen, weil das tut langsam weh. Oder wir legen ihn... Nee, doch, leg mal den Block und leg mal einen Ogre. Und dann greifst du seinen 2-2er an. Die anderen beiden... Also er muss einen von beiden dann opfern, um überhaupt da durchzukommen. Ja. Oh, sowas kann er auch. Das ist offensichtlich. Ja. Eigentlich machst du ihn jetzt seinen 3-1er kaputt, das ist immer nicht so schlimm. Dann. Yeti oder Stormwind? Ja. Oder Ogre? Ich würde mal einen Ogre und einen Schlamm legen. Ogre und die Giftsuppe. Pass auf, in der nächsten Runde legt er dann eine Waffe. Ja, es geht mir ein bisschen darum, wir wollen ja die Deckung vorbehalten. Sonst kann man gleich ein Problem. Sieht er jetzt aber anders. Erstmal. Ja. Aber solange er so die Cards verteilt, ist das alles super. Stormwind, Gurubashi oder Yeti? Gurubashi und Yeti. Und dann tradest du ihn trotzdem den 1-3-1 nochmal mit dem Sturm. Er ist ja im Moment ziemlich am Arsch. Ja. Ja, das scheint für ihn. So. Ich würde jetzt trotzdem Hellfire spielen, auch wenn es jetzt ein bisschen weh tut. Ja, irgendwas ist immer. Aber du kannst jetzt mit deinem Yeti einen von denen und mit dem Shadow Bolt einen von denen killen. Ja. Und mit den restlichen beiden auf dem Feld. Ich meine, was kann er jetzt noch groß dagegen tun? Also wir haben ja eh schon eigentlich Liebe, wenn er jetzt keinen Block hat, hat er verloren. Er hat verloren. Ja. Also Stormwind und... Auf Stormwind. Shebang. Schüdeldü und auf Wiedersehen. Ja, nicht why, oh why. Doch, doch. Das fragt ihr nicht, was jetzt gerade passiert ist. Nein, wir sind hier nicht bei dem Song. Und ich werde jetzt nicht sagen, wer ihn gesungen hat, weil ich kenne mich, ist es garantiert falsch. Ne? Why, tell me why. Auf Wiedersehen. Ugh, ja, K2Sat an sich finde ich einen sehr witzigen Typen. Du hast komische Freunde. Yeah. So, der hat eine besondere Art von Humor. Ja. So, Spenden hat's gegeben. Wer ist denn das nächste? Oh, wir müssen eine Witwe verhauen. Das ist aber, naja, gut. Ja, muss sein. Ja. Wir wollen ja durch. Insofern, nächste Folge wird die Witwe verhauen und es tut mir ein bisschen leid, aber andererseits. Nein, eigentlich nicht. Seien wir doch ganz ehrlich. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Naxxramas, Teil 2. Adios. Bis denn.